war heute sehr motiviert. Das Auto schaut schon ganz schön fertig aus. Alles wirklich mit dem Mercedes war, das war mein Fehler. Ich war überrascht, wie früh der bremsen musste und wir konnten deutlich später. Und dann hatte ich ja noch auf dem Weg in die Box einen kleinen Abflug ins Kiesbett. Und es muss halt alle Unterböden alles gemacht werden. Also mir tun die Mechanik jetzt ein bisschen leid, weil das jetzt ein wenig später wird, aber jetzt haben sie ein bisschen aus der Scheiße rausgeholt. Actually, it's not that bad. We have all the new parts already, so we can soon start to build together. Die Granate, die morgens qualifiziert, der Pia Kaffer. Der Lava wieder ein Zeug. Der Pia Kaffer. Seht euch mal das hier alles hier. Ja, das wird alles neu gemacht für dich, ganz frisch. Können wir morgen voll angreifen. Ich glaube, den geht nämlich Edge wegen der Stift. Ne? Der hat wieder eine Fresse. Also the car is ready again. Good morning. Good morning. There it is. Ja, Rennsonntag. Wie immer fährt der Pierre gleiches Qualifying. Und dann in Rennstart und die zweite Rennhälfte. Seit gestern das erste Mal wieder mit Zuschauern. Mega cool. Also waren auch schon welche in der Starterstellung. Das ist wirklich, das hat gefehlt. Und dann stehen wir hoffentlich ziemlich weit vorne. Wir haben jetzt im ersten Video ganz viel über die neuen Track Limits in Spielberg erzählt. Gab es da jetzt nach dem ersten Rennen und Qualifying irgendwelche Probleme oder lief alles so nach Plan, so wie man sich vorgestellt hat? Nee, lief alles nach Plan, wie man sich vorgestellt hat, weil lief echt gut. Letztes Jahr gab es ja da ganz viele Strafen und hin und her. Also die Lösung von diesem Jahr, ich bin da sehr ein Fan davon. Also es hat die Rennleitung echt gut gelöst und ich glaube auch für die Zuschauer ist es verständlich. Vielleicht schaut es manchmal ein bisschen komisch aus, warum das Auto 5 Meter entfernt von der Straße fährt. Aber so ist es ganz klar definiert, ob Strafe oder nicht, und ich finde die Lösung echt gut. Der Pierre fährt jetzt gleich am Anfang im Qualifying raus, fährt eine Runde und dann stellen wir das Auto hier nochmal in der Box ab. Die haben nur einen neuen Satz Reifen, ne? Dürfen nicht die Reifen wechseln und wir haben keine Heizdecken in der GT Masters. Die Reifen brauchen Temperatur, dass sie Grip entwickeln. Darum fahren wir eine Runde in die Bremse rein, also machen die Bremse warm, stellen das Auto kurz ab und dann strahlt die Bremse die Wärme in die Felge und in den Reifen ab. Also dadurch ist der Reifen einfach schon mal wärmer, wenn es dann ins Qualifying geht. Der Wieshofer wird langsam. Mann, fahr jetzt weg. Mega! Perfekt! Am Audi, am Red Bull Ring auf Pole. Ja, kann mich echt nicht beschweren. Ja, Pole Position ist natürlich traumhaft. Bisher nur Interviews gehabt, Fotos. Ja. Hab einen Koffer bekommen? Nee, mega. Mega Runde erwischt, Auto mega. Kann mich nicht beschweren. Ja, nach gestern hätte man nicht ganz damit gerechnet. Aber anscheinend hat das Team über Nacht noch mal was gefunden. Und das hat funktioniert als Teil. Gucken wir mal, stecken wir nochmal die Köpfe zusammen, was wir fürs Rennen ändern, dass wir über die Rampage auch stark sein werden, gleich später. Und dann geht es ja schon bald los in 3 Stunden, ja, circa. Also jetzt erstmal Respekt an Dennis, Pole Positioner. Echt saubere Runde, was er da gefahren hat. Ich glaube, das erste Mal, dass in Spielberg ein Audi auf Pole steht, also sensationell. Und wir müssen jetzt nochmal attackieren von Startplatz 20. Unser Auto ist wirklich gut. Wir müssen es auf den Punkt bringen, in dem Fall, ich hätte es auf den Punkt bringen müssen. Ich war einfach zu konservativ heute. Hier geht es immer nur um Hundertstel hier, 500stel da. Und der neue Reifen hat mir dann doch sehr, sehr viel mehr Grip gegeben, was ich einfach nicht umgesetzt habe. Ich habe einfach dann zu spät die Dinge erkannt. Unser Auto, da geht mehr. Und jetzt schauen wir wieder positiv ins Rennen und geben da unser Bestes. Ich mache jetzt die gefahrenen Räder sauber, entferne jetzt hier
die Steine und kontrolliere, ob es Einfahrverletzungen gibt. Und dann kommen die in die Waschmaschine und werden sauber gemacht. Wenn die Körbs zu hart mitgenommen werden, können Schnitte im Reifen entstehen. Oder auch wenn doch mal Kies auf der Strecke ist oder mal abseits der Strecke ist, dann können sich die Steine so tief einfahren, dass sie dann oben im Gewebe sind und man dann zum Beispiel einen schleichenden Plattfuß oder einen Reifenschaden daraus resultieren kann. Mega, mega geil. Ein Erlebnis, hautnah dabei zu sein, zu dürfen. Wir geben unser Bestes. Ja, Theo, hast du noch einen Tipp für mich? Innen antäuscht, außen vorbei, oder? Das glaube ich, ein Auto hier auf Pol steht, da hätte keiner mit gerechnet vor dem Wochenende. Umso stärker ist natürlich die Leistung hier vom Dennis, aber wenn man sich mal die Startaufstellung anschaut, die Corvette steht neben uns. Die Stärke der Corvette ist halt speziell hoch zu Turn 3 und runter zu Turn 4, das Drehmoment, die Leistung. Von daher wird es für den Dennis extrem schwierig, die erste Runde zu überstehen. Das Rennen ist lang hier, es ist eine Stunde, es gilt auch mit den Reifen zu haushalten. Wir haben den Fahrerwechsel, auch ein bisschen Strategie dabei und man muss es sagen, wir haben noch richtig starken Gegenwind jetzt bekommen, oben runter. Alles nicht ideal, aber unverhofft kommt oft. Wir sind optimistisch, sind super motiviert und jetzt schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Leider, Rennen vorbei. Pia hatte hinten rechts einen Reifenschaden, ist dadurch, hat sich gedreht und ist nicht tief mit stecken geblieben und dadurch leider jetzt Rennen vorbei. Oh Mann, ich hab gar keinen Bock, das Rennen anzugucken, Alter. Der Stier. Ja, außer Spesen nichts gewesen hier am Red Bull Ring. Fantastisches Auto gehabt. Die Jungs wirklich sensationell. Danke ans ganze Team Rotronic Team. Und ganz große Gratulation an unser Schwesterauto, die heute den zweiten Platz einfahren konnten. Ganz, ganz starke Leistung. Ja, ganz ehrlich, also es ist halt total frustrierend und ich war selten so down wie heute. Weil Auto ist super, wir können attackieren, aber es fehlt immer noch das scheiß Glück. Wir waren nach dem Start, im Qualifying lief schon ganz perfekt mit dem Glück. Und dann im Rennen hat er einen guten Start gehabt, der Pierre, echt super. Wir waren in den Punkten liegend und dann einfach der Reifen von der Felge gesprungen. Das ist schon echt zum Kotzen und das tut echt weh. Positiv ist einfach, dass generell die Performance viel, viel besser ist. Aber wir konnten es noch nicht in Ergebnis ummünzen und das ist einfach, da hadere ich jetzt gerade ziemlich, das tut weh. Ja, Potenzial ist ohne Ende da, aber es muss halt jetzt einmal alles passen. Fliegt der Reifen von der Felge, weißt du, was zum Kotzen. Aber Sanford, trinkt heute Abend, glaube ich, ein Gläschen Wein und dann Attacke, Alter. Attacke, gib mir noch den Montag und den Dienstag. Und also der Kaffer trinkt zwei Gläschen Wein. Gut. Dann Attacke. Danke euch fürs Schauen.